Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Lego Harry Potter Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist die Version von diesem Jahr 2024 und es ist die Nummer 76438, ab 7 Jahren geeignet. freundlicherweise hat mein Freund das Ganze schon mal zusammengebaut, bis auf einen Teil. Das habe ich eben selber noch zusammengebaut, als ich das nämlich rausgezogen habe. Ich werde den kompletten Adventskalender irgendeinem glücklichen Herren bei mir in der Familie halt schenken. Wahrscheinlich meinem Papa, weil der hat das große Hogwarts-Schloss, ne? Und der hat nämlich mein komplettes Kinderzimmer von damals umgebaut in ein absolutes Lego-Paradies. Das ist unglaublich. Oder Klemmbausteine-Paradies vielmehr. Der kostet 34,99 €. Man bekommt ihn aber auch deutlich günstiger, ne? Also ich glaube ab 23 €. Irgendwas habe ich den eben online gesehen. Und soll aber, wenn man das halt so teilemäßig rechnet, irgendwie einen Wert von über 60 € haben. Also es lohnt sich immer schon. Und wir gucken einfach mal, was wir hier dieses Jahr drin finden dürfen. Wir haben hier auch, also ne, ich lasse den Adventskalender halt auch in dem Sinne zu, aber mein Papa kann ihn dann öffnen, die verschiedenen Kläppchen. Wir haben hier halt auch nochmal die Tafel und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Das ist halt wirklich wie die Halle, ne? Wie der Essenssaal und dort kann man dann die einzelnen Charaktere vielleicht dran setzen. Und ja, da sehen wir auch den großen Tannenbaum in der Mitte. Und ich finde, das sieht einfach schön aus. Denn das ist ziemlich witzig. Lego ist einfach ein Riesending bei uns in der Familie. Mein Freund hat da vor ein paar Jahren mit angefangen. Mein Papa ist damit auch ein bisschen eskaliert. Und jetzt kommen auch noch natürlich meine ganzen Neffen damit um die Ecke, die jetzt auch alt genug sind, um mit Lego zu spielen. Also die Adventskalender sind immer heiß begehrt. Wir starten am 1. Dezember. Und selbstverständlich kommt uns da Harry Potter um die Ecke. Und zwar hier mit seinem wunderschönen Hogwarts-Schal. Und irgendwas ist mir gerade noch weggefallen. Oh, klar. Da haben wir noch das Gryffindor-Symbol. Ich finde es schön, dass wir jetzt nicht irgendwie diese Fahnen einzeln haben oder so, ne? Ich kann ja mal gucken. Wir haben ja auf jeden Fall auch ein Wendegesicht. Also auf der anderen Seite guckt er dann doch etwas erschrocken drein. Aber ich glaube, das normale Gesicht wird das Hauptgesicht sein. Am 2. Dezember habe ich hier etwas drin. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur Deko. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Dass man da halt irgendwie sagt, das ist einfach eine Fahne oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas, was halt so rumsteht. Es dreht sich. Aber es dreht sich nicht, weil es soll, sondern weil das so befestigt ist. Manchmal, ne, bei diesen Lego-Adventskalendern weiß man nicht ganz genau, was man hier vor sich hat. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das ist halt auch so ein Klassiker, was wir immer mit dabei haben. Das ist halt so ein Tischchen, ein Gabentisch, der entsprechend gedeckt ist mit einem Croissant, einem Pie und Eis und einem Cookie vielleicht. Ist süß. Hier hätten wir theoretisch die Nummer 4. Und auch hier geht es weihnachtlich weiter. Da haben wir unseren ersten Tannenbaum. Wir haben hier allerhand Tannenbäume immer in diesem Adventskalender drin. Auf unterschiedlichste Arten gestaltet. Also das ist schon immer schön kreativ gemacht, ne? Also, keine Ahnung, das ist sehr niedlich hier mit dieser kleinen Schärpe. Meine Güte, wir haben immer noch keine anderen Figuren. Am 5. Dezember bekommen wir hier einen Tisch. Okay, ja, mit einer Packung Milch, glaube ich. Was ist das? Nein, das sind natürlich Bertie Botts Bohnen. Wer hätte was anderes erwartet? Eine Tasse, ein Cookie und hier haben wir auch noch ein Buch mit am Start. Kann man das nicht irgendwie hier noch befestigen? Nee, ne? Schade. Es ist sogar aufklappbar. Ach, wie schön. Das ist schön vom Detail her, ne? Da haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was zum Lesen. Man kann es nicht lesen. Aus dem Zauberwald. Das finde ich aber schön. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wobei, dann, wenn du es so offen hast, nee, hält auch nicht, schade. Ja, am 6. Dezember, das finde ich natürlich super witzig, haben wir Draco drin, den lieben Malfoy. Und der kommt natürlich mit Slytherin-Zeichen daher und das scheint auch aus einem der ersteren Filme, sage ich mal, zu sein oder für mehr Bücher. Genau, so schaut er einmal aus. Ja, finde ich gut, dass wir auch Harrys Gegenspieler haben. Und wenn man dachte, er guckte auf dieser Seite grimmig, dann irrt man sich, denn hier guckt er noch viel grimmiger. Zum 7. Dezember, ich glaube, das sollen auch entsprechend irgendwelche Symbole aus den Filmen sein, haben wir, ich glaube, den Greif nämlich hier als Statue, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Seidenschnabel, genau. Das dürfte Seidenschnabel sein. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir ja drin.
Ich weiß nicht, was genau das sein soll. Da muss ich wirklich passen. Also ihr könnt gerne in den Kommentaren spekulieren, ne? Diese nebulösen Sachen, was das sein soll. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine weitere Minifigur freuen. Und ich glaube, dass das nicht Hermine sein soll. Ich meine gelesen zu haben, dass die Lady Susan Bones heißt. Ich persönlich weiß jetzt nicht so genau, wer das nochmal sein sollte. Bin ich jetzt mal vollkommen ehrlich. Ich habe die Filme so oft gesehen, so oft, ne? Die Bücher gelesen, alles. Und ich weiß jetzt nicht, wer Susan Bones sein soll, aber sie ist hier mit drin enthalten. Und sie guckt sehr traurig auf der anderen Seite. Oh, das ist wirklich traurig. Hier ist sie etwas freundlicher. Und das dürfte dann von Hufflepuff sein, oder? Ich glaube schon. Auch in der Nummer 10 darf es mit einer Gestalt weitergehen. Das könnte auch etwas sein. Also, ne, das ist auch halt wieder hier mit diesem Schild. Also ziemlich genau so sieht hier auch diese Gestalt hier aus. Ne? Also dieses, was wir schon vorher drin hatten. Vielleicht sollen das irgendwelche Schachfiguren oder so darstellen. Das kann natürlich auch sein, dass ich mich hier geirrt habe und das ist nicht Seidenschnabel. Und keine Ahnung, was das hier sein soll. Gar keine Ahnung. Am 11. Dezember dürfen wir Schach spielen und ja, achso, das sind glaube ich Ersatzfiguren, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ist auf jeden Fall sehr süß gemacht. Wir haben hier mal wieder ein kleines Tischchen. Da ist ein Schachbrett drauf aufgestellt und auch ein Glas zu trinken. Und dann haben wir halt nochmal hier eine weiße und eine schwarze Schachfigur. Oh schön, die Halbzeit, die Nummer 12, enthält unsere liebe Eule Hedwig und das ist einmal diese hier und sie bringt auch ein kleines Geschenk mit. Das ist natürlich sehr, sehr hübsch. Doch, also das finde ich auch cool, dass die so mit dabei. Ich glaube, jedes Jahr ist Hedwig auch mit dabei, ne? Am 13. Dezember haben wir hier vom Hause Ravenclaw die liebe Cho Chang mit drin enthalten. Vielleicht ist es aber auch der Teil, wo es den Raum der Wünsche gab, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil da spielte sie ja auch eine Rolle. Da weiß ich dann aber nicht, was die Susan dazu so. Ich muss das nochmal nachlesen, Leute. Na, hier haben wir auf jeden Fall das Wendegesicht von ihr. Also die Figuren scheinen alle Wendegesichte zu haben. Gesichte vor allem, Gesichter. Am 14. Dezember haben wir auch wieder so etwas drin enthalten, was aussieht wie vielleicht ein Phönix, der auf einem Ei sitzt, was gar kein Ei ist, man weiß es nicht, ne? So schaut er auf jeden Fall aus. Vielleicht sollen das aber auch die Repräsentanten von den jeweiligen Häusern sein? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist ja keine Schlange hier, ne? Nee. Ach. Auch am 15. Dezember darf gegessen werden. Da haben wir Acid Pops. Aha. Also, Säure-Pops, poppige Dinger da. Okay. Ein Wein und zwei Gläser an diesem Tisch. Ja, also ein bisschen viele Tische hier, oder? Also, das habe ich so nicht in Erinnerung, dass wir so viele Tische und Bänke am Start hatten. Am 16. Dezember haben wir einen Chorsängergeist drin. Das ist einmal dieser hier. Das finde ich persönlich richtig, richtig cool. Es ist halt, ne, einfach mal ein bisschen was anderes und gefällt mir einfach sehr. Mag ich sehr gerne leiden. Das finde ich nice. Das gefällt mir. Hier hat ein Loch im Kopf. Da gehört noch was drauf eigentlich. Zum 17. Dezember haben wir eine Eisenbahn. Aha, na guck. Das ist doch mal was, ne? Das ist eine Eisenbahn, die um irgendwas drumherum fährt. Und zwar um den Tannenbaum, den ich bauen durfte. Ja, das ist einmal dieser hier. Das ist, ja, mein Werk. Schaut euch mein Werk an. Ist bestimmt nicht richtig geworden. Aber ich habe auch genauso wie mein Freund versucht, es ohne Anleitung zu bauen. Denn das ist eben die Krux, ne? Wenn ich den halt nicht kaputt machen möchte, weil ich den weiter verschenken möchte, ziehen wir halt immer nur dieses Inlay entsprechend raus. Und da hast du keine Anleitung drin. Naja, ich glaube, ich habe es irgendwie hingekriegt. Und das könnte man dann theoretisch hier draufstellen, dass dann quasi der Zug so um den Baum drum zufährt, ne? Ja, das ist ganz süß, aber wie gesagt, ich wollte es ja weiter verschenken, also bleibt es da drin. Am 19. haben wir Dumbledore drin enthalten. Der möchte das Bild nicht gut festhalten. Genau, ich glaube, zu dem Bild erfahren wir auch ein bisschen mehr in den Spin-off-Filmen, glaube ich, ne? Ja, das ist auf jeden Fall hier einmal Albus und die Lady. Das kennen wir doch. Ein bisschen. Er hat kein Wendegesicht. Das sähe aber auch ein bisschen merkwürdig, glaube ich, aus. Am 20. Dezember haben wir auch einen Klassiker drin. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Und zwar haben wir hier einen Kamin. Und dieses Bild ist doch diese. Ist es nicht diese singende Lady?
Soll das die repräsentieren? Ich weiß es nicht. Ja, aber so ein Kamin ist klassisch, wobei ich sagen muss, sonst waren die Kamine doch irgendwie deutlich größer. Oder? Also hatten quasi mehr Teile. Das ist schon ziemlich geschrumpft. Am 21. Dezember haben wir etwas, was wir, glaube ich, dazu dekorieren sollen oder so. Nee. Nee, das ist separat. Okay, das ist halt einfach so ein Weihnachtskranz. Schaut einmal so aus. Ne? Ist ganz süß. Ist ganz süß. Am 22. Dezember, der zweiten und letzten Schnapszahl, haben wir schon wieder einen Tisch. Also für mich sind es einfach zu viele Tische. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist echt ganz schön viel, ne? Das ist ja mehr Tisch-Action als Harry Potter-Action. Krass, einen Tag vor Heiligabend haben wir hier schon das vorletzte Kläppchen. Da haben wir einen Truthahn, auch das ist so ziemlich der Klassiker, der so zusammen mit seinem Beikram daherkommt. Ja, hier kann man die Beine bewegen. Die kann man nicht. Die kann man abmachen. Ich bin so ein Trottel. Das hier war Professor Flitwick. Das war gar nicht Albus Dumbledore. Den haben wir nämlich in der 24 drin, Leute. Das finde ich sehr, sehr cool, weil der halt wirklich so mit weißem Bart und weißen Haaren daherkommt. Fast schon das Nikolaus-Feeling gibt. Und der hat auch zwei Gesichter. Ein sehr lächelndes Gesicht ist nämlich hier auch mit dabei. Und ja, entschuldigt, ne? Stecken wir den Finger ein bisschen. Und dann noch das Gesicht, was etwas ernster reinschaut. Nee, finde ich cool, weil ich meine, dass wir gar nicht so oft die Albus Dumbledore-Figur irgendwo drin hatten. Und das ist einmal der Adventskalender gewesen. Lego Harry Potter 2024. Und es gibt noch super viele andere, die ich euch auch gerne vorstellen werde. Also vergesst nicht, mir noch ein Abo dazulassen, wenn ihr möchtet. Ich persönlich finde oder habe den Eindruck, dass er weniger geworden ist. Also, dass wir quasi letztes Jahr und vorletztes Jahr ein bisschen mehr für unser Geld bekommen haben. Irgendwie sehr viele Tische. Das ist mir einfach zu viel. Ansonsten glaube ich, dass es ein schöner Adventskalender ist, gerade für diejenigen, die ja auch Harry Potter Fans sind oder auch Harry Potter sammeln, weil du hier so ein paar Figuren auch drin hast, die anders sind. Du hast hier nicht ganz klassisch Harry, Hermine und Ron drin enthalten. Also Hermine und Ron gibt es hier gar nicht dieses Jahr, sondern es ist halt Dumbledore mit dabei. Malfoy, weiß ich gar nicht, ist denn, der ist eigentlich auch jedes Jahr mit am Start, ne? Aber ansonsten kann man hier so ein bisschen sein eigenes Harry Potter Universum vergrößern, was ich persönlich ja eigentlich schön finde. Gut, das Ganze drumherum ist da manchmal vielleicht ein bisschen, aber ich finde es schön. Ich glaube, meinem Papa werde ich damit definitiv eine Freude machen. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Wir können uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.